zusammen. Ich habe hier einen Solarkoffer. Den schauen wir uns jetzt aus der Nähe an. Diesen Solarkoffer hier kann ich aufmachen. Der ist verpackt in diese Schutzhülle. Und hier drin dieser Solarkoffer hier mit 250 Watt Solarnennleistung. Watt Peak. Wir sehen hier die Fläche. Das ist ein Panel und auf der anderen Seite ist das zweite Panel. Und hier als Vergleich habe ich unser 130 Watt Panel. Das ist ein Stück größer. Breite ist genau die gleiche, aber das 130 Watt ist hier so viel länger. Also statt diesem Solarkoffer könnte man auch 230 Watt Pellen nehmen, habe ich ein bisschen mehr Leistung. Preislich schauen wir das später. Ich habe hier Verschlüsse, zwei Stück. Ein Griff zum Tragen und dann kann ich das Panel so aufstellen. Wir lassen das mal so sein. Und hier drin habe ich 10 Meter Kabel aufgewickelt und hier einen MPT3-Regler. Der muss nicht an dem Panel sein. Der muss so nah wie möglich an der Batterie sein. Aus diesem Grund ist der hier und nicht direkt am Panel befestigt. Und dann habe ich hier einen Industriestecker, er ist Anderson-Stecker und so weiter. Da habe ich das Teil hier, da kann ich hier direkt einstecken, weil der Solarkoffer ist ja eine mobile Lösung, die ich rausstelle, wenn ich zu wenig Strom habe. Und hier habe ich dann die Lithium-Batterie und hier kann ich direkt drauf gehen, Plus und Minus. Wenn ihr dann noch einen Wechselrichter dazu braucht, dann ist statt die Batterie die Lösung solch eine Batteriebox. Da ist alles drin und auf der Seite habe ich diese Stecker und hier kann ich dann, je nachdem, entweder direkt drauf fahren oder über den Hauptschalter hier direkt einspeisen. Ich könnte hier auch bis zu 3 Panel anschließen. Also 3 so Sets und so hier speisen. Nur 2 geht, weil wenn ich dann zu viel habe, bringe ich die Leistung nicht mehr hier rein. Das heißt, ich muss dann vorzu wieder wegziehen. Also 2 so Koffer auf diesem Batteriebox, das wird gehen. Warum solch ein Koffer? Eben hier sind dann noch die Füße zum Aufstellen, dann kann ich das Teil hinstellen an die Wand, am Boden. Dieser Koffer kostet 420 Schweizer Franken mit Hülle, mit Füßen, mit Regler, allem was dazugehört. Und wenn ich jetzt aber sage, ja, ich will das eigentlich fest installieren statt dem Koffer, dann brauche ich 2 solche Panel hier. Ich brauche auch solch einen Regler, Kabel vom Panel auf den Regler und dann hier gibt es wieder die Möglichkeit, entweder mit Ringhülsen oder hier direkt auf diese Box. Dann habe ich auch dasselbe. Und ich habe das hier in diesem Katalog drin beschrieben, Detailspreise. Hat noch einen Schreibfehler, aber da komme ich dazu. Den verlinke ich euch unten drin. Der neue ist, sollte dann drauf kommen. Hier diese Anlage mit 2 Panel. 2 mal 140 Franken sind 280 die Panel. Und 101 Regler auf 85. Kabel sind gratis. Das heißt, das Panel mit dem Regler und dem Kabel, das was jetzt hier so als Komplettkoffer 420 kostet, kostet dann in Einzelteilen
und alles Material, Kabel, Regler, 365 Schweizer Franken gegenüber 420. Bei den 420 habt ihr einfach den Vorteil, ihr habt hier noch die Füße mit bei und die Tasche, wo ihr es einpacken könnt. Bei der Festanlage, da bleibt das da draußen hängen, die Tasche braucht ihr theoretisch nicht. Die wird entsorgt, das kommt am Balkon, dass ihr so eine Guerilla-Kraftwerkanlage habt, dass ihr hier dann euren eigenen Strom produziert. Ja, dieser Koffer ist groß, klobig, hat 17 Kilo, ist relativ schwer durch die zwei Rahmen. Als Vergleich verlinke ich euch hier ein Video zur Solartasche, die ist leichter, hier 17,5 Kilo, die Tasche hat aber nur 200 Watt, hat die gleiche Funktion, hat dann nur 8,6 Kilo. Ja, das ist zu diesem Koffer, die Maße und Daten, die schreibe ich euch unten rein, den verlinke auf unsere Homepage, verlinke ich euch logischerweise auch und ich wünsche euch einen schönen Tag.